Was geht ab, meine Seefighter, Osiria, und heute im Full Power Goku Team Build Guide. Wir schauen uns gleich das Guide zu seiner Full Power Kategorie an und tun ihn dann natürlich im Anschluss showcasen. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir mal sofort an. Wir haben natürlich Super Full Power Saiyan 4 Goku, sein offizieller Name, also SJ 4 Goku, in Klammern Full Power hätte es auch getan. Anyway, Full Power Goku, jeder weiß, von wem wir reden. Das sind seine Stats, Freunde, ich habe ihn ohne Dupes, entsprechend auf 55%, Level 120. Ist vom Super Tech Type und sein Leader Skill sieht folgendermaßen aus. Es gibt nämlich der Full Power Kategorie Ki plus 3 auf HP Attack und F 150% oder Super Tech Charakterin Ki plus 3 auf HP Attack und F 90%. Die Ulti macht immense Damage und tut massively die Verteidigung des Gegners senken. Massively, also erstmal geil, dass er massively die Verteidigung senkt. Das sollten 80% für 3 Runden sein, also minus 80% auf die Verteidigung des Gegners für 3 Runden. So ist es zumindest bei Evo Vegeta und der Multiplayer sollte auch ähnlich sein. Und dass eben das mit dem Multiplayer, als auf JP rauskam, da hat man von den Übersetzungen nicht massively gehabt, nämlich greatly lower staff. Und nachdem wir die Global Übersetzung haben, beziehungsweise die Global Daten, also wenn die Karte auf Global rauskommt, dann haben wir das wirklich 1:1 und da ist es massively. Das war bei vielen Charakteren so, dass statt massively greatly lower staff stand. Damals in der Übersetzung JP, aber deswegen ist es umso geiler, wenn sie quasi auf Jobel. Was? Ich wollte JP oder Global sagen, dann kam Jobel raus. Wenn sie auf Global dann rauskommt, dann haben wir die Multiplayer genau, wie sie dran stehen. Und massively sollte man nicht unterschätzen, Freunde. Es sind minus 80% für 3 Runden, sollten es sein. Passive, folgendermaßen, er hat auf den Angriff immer 100% und er bekommt dann zusätzlich auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%, je höher seine HP sind. Also bei Full Life bekommen wir dann noch zusätzlich zu den 100% auf den Angriff weitere 70%, während bei 170%, ich glaube, das wird nicht separat kalkuliert, also sollte man auf 170% kommen, wenn nicht ein bisschen mehr, und Verteidigung 70% dazu. Also man will bei ihm auf jeden Fall so viel Leben wie möglich haben, sag ich mal. Er hat aber zusätzlich noch eine Medium Chance, die gegnerische Ulti zu dodgen und diese zu kontern mit Tremendous Power. Genau, Freunde. Full Power Goku, wenn ihr Dupes bei ihm habt, könnt ihr ruhig auf Crit gehen. Level 20 Crit, Level 6 Additional Attack. Seine Linkskills sind folgendermaßen. Wir haben Super Saiyan sind 10%. Saiyan Raw, Freunde, sind 25%. Das zeigt auch unter anderem Super Saiyan 4 Vegeta und Super Saiyan 4 Goku Death Strength. Könnt ihr mal gerne abchecken, wer das alles hat. Im Prinzip alle Charaktere, die sich mal zu einem Great Ape transformiert haben. Prepare for Battle, Ki plus 2, Shocking Speed, Ki plus 2, Saiyan Lineage, Ki plus 1, GT, Ki plus 2, Fierce Battle, 15% auf den Angriff. Seine Links sind echt gut gedeckt. Sowohl angrifflastig als auch gute Keys sind hier auf jeden Fall vertreten. In der Kategorie ist er vertreten in Full Power, seine eigenen Pure Saints und Shadow Dragon Saga. Und um ehrlich zu sein, in den Pure Saints ist er gut aufgehoben, wenn ihr ihn da spielt mit Super Saiyan 4 Vegeta oder Super Saiyan 4 Goku. Diese beiden Charaktere sind auch die zwei besten Link-Partner für diesen Goku oder an sich für die drei Vierfachen, die ich euch genannt habe. Agel, Super Saiyan 4 Vegeta, Full Power Super Saiyan 4 Goku und Strength Super Saiyan 4 Goku. Die linken sich mit 6 Linkskins, Freunde. 6 Linkskins sollten das sein, denn die haben alle Super Saiyan, Saiyan Raw, Prepare for Battle, Shocking Speed, GT und Fierce Battle, Freunde. Das ist insane, mit was die sich linken. Und Saiyan Raw sind 25% auf den Angriff. Also in dem Pure Saiyan Team könnt ihr auf jeden Fall spielen, wie gesagt, mit Goku und Vegeta. In Shadow Dragon Saga Team ist er noch geiler aufgehoben. Da bekommt er dann natürlich auch Ki plus 3, 150% von Omega Shellong. Und da kann man ihn zum Beispiel spielen, sorry Freunde, mit Super Saiyan 4 Vegeta eben. Die haben das Saiyan Raw, Freunde. Es sind einfach mal so 25% auf den Angriff. Zusätzlich zu Super Saiyan 10% und Fierce Battle 15%. Naja, so viel zu dem Boy. Jetzt widmen wir uns mal zu seiner Kategorie. Was gibt es zu beachten, Freunde, in seinem Teambild? Die Full Power Kategorie, die ist, ich habe oft gesagt, so ein bisschen Mischmasch. Mit Mischmasch meine ich, das sind Charaktere, also zum einen Full Power Kategorie sind quasi die Charaktere, die Full Power gegangen sind, ja, um es einfach zu sagen. Aber mit Mischmasch meine ich, hier sind sowohl Super Types als auch Extreme Types vertreten und das wirklich eine gute Anzahl und auch gute Charaktere. Heißt, außen vorweg muss man sich auf jeden Fall im Klaren sein, Freunde, wie auch in den anderen Teams, vor allem hier umso mehr. Welche Charaktere will ich in welchen Rotationen spielen? Ihr geht also her, bildet euch zwei Rotationen, wählt zwei Duos und habt dann zwei Rotationen quasi mit vier Charakteren, also je zwei Charakteren, insgesamt vier, und zwei Rotationscharaktere. Dies wiederum heißt, ihr müsst natürlich immer auf eure Charakterliste selbst schauen, Freunde, deswegen sind wir hier im Team-Mitguide und deswegen sage ich euch, auf was man achten sollte. Im Endeffekt müsst ihr euch eben diese zwei Rotationen bilden. Ihr müsst euch erstmal bewusst sein. Okay, erste Frage.
Wollt ihr Full Power Goku in einer Rotation halten? Ja oder nein? Euren eigenen? Oder sogar beide, Friend und euren eigenen? Ich würde sagen, einer reicht. Sagen wir mal, euren eigenen hält ihr in der Rotation. Dann geht ihr erstmal her, Freunde, und sucht für euren Full Power Goku oder eben Friend eben, für den Friend, anyway, für einen Full Power Goku, sucht ihr einen guten Partner aus, mit denen ihr, also die ihr beide in einer Rotation hält. Gute Partner für Full Power Goku wären auf jeden Fall, wenn sie mindestens haben 4 Battle und Super Saiyan. Das würde ich auf jeden Fall voraussetzen. Und einen der Link-Skills, die Key geben. Sei es Prepare for Battle, Shocking Speed oder GT. Heißt, okay, wenn wir mal hergehen, wir haben Full Power Goku, dann müsst ihr eben auf eure Charakterliste schauen, Freunde. Nehmen wir mal an, okay, ihr habt AGL Super Saiyan Goku. Schaut mal an, AGL Super Saiyan Goku hat Super Saiyan 4 Battle und Prepare for Battle. Den könnt ihr auf jeden Fall spielen mit Full Power Goku. Nach seiner Transformation ist das die Sache, ab dem Status hat er kurz nur Over the Flash, das wäre für eine Runde. Da würden sie nicht so gut linken, aber danach hätte er dann wieder Shocking Speed ab Godku und das würde dann wieder auf jeden Fall funktionieren. Also zum Beispiel könnt ihr ihn spielen mit Full Power Goku. Ihr könnt auch Majin Vegeta, sag ich. Sorry. Ihr könnt auch Evo Vegeta spielen, der hat auch Super Saiyan 4 Battle. Und Prepare for Battle. Da müsst ihr einfach mal hergucken, Freunde. Was ihr aber nicht vergessen dürft, ist, ihr könnt auch Super Tech Charaktere mitnehmen, Freunde. Und aus den Super Tech Charakteren könnt ihr zum Beispiel vierfachen Gogeta mitnehmen. Der bekommt zwar nur Ki plus 93%, aber der macht seinen Job auf jeden Fall solide. Mit Full Power Goku in einer Version ist auf jeden Fall gut. Naja, meinerseits wird das folgendermaßen aus in meinem Team. Also ich glaube, die Message kam an. Wählt euch erstmal eure erste Rotation aus. Bei mir wird das ein bisschen anders aussehen. Ich werde es ein bisschen frech machen. Ich werde Full Power Goku aus der Rotation klatschen, weil auch das geht. Warum? Denn wenn ihr gute Full Power Charaktere habt, dann sehen eure Rotationen anders aus. Bei mir wird das folgendermaßen aussehen. Bevor ich meine erste Rotation zeige, sage ich euch mal, wenn ihr Elegorn habt, Freunde, spielt, oder ihr könnt Elegorn auf jeden Fall mit Full Power Goku spielen. Und Elegorn bekommt hier auch 150% auf alles. Elegorn ist hier wirklich gut aufgehoben. Und die Sache ist, Elegorn hat Super Saiyan, Prepare for Battle, Fierce Battle und Shocking Speed. Das sind vier Links in Full Power Goku. Die Rotation ist wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Also das ist eine coole Rotation. Full Power Goku mit Elegorn. Meine wird aber anders aussehen. Ich werde Elegorn mit LR Broly in einer Rotation halten. Elegorn und LR Broly haben Super Saiyan, Prepare for Fierce Battle, Legendary Power. Damit kommen sie auf jeden Fall durch. Das werde ich so halten. Ihr könnt aber auch, Freunde, Full Power Goku mit LR Broly spielen. Denn Full Power Goku und LR Broly teilen sich Saiyan Lineage, Ki plus 1, Prepare for Battle, Ki plus 2, Super Saiyan, Fierce Battle. Auch vier Links ist. Auf jeden Fall sehr schön, das kann man machen. Wenn ihr beide habt, würde ich euch empfehlen, Elegorn und LR Broly in einer Rotation zu spielen. Die sind auch gut aufgehoben. Zweite Rotation müsst ihr jetzt quasi hergehen. Welche Charaktere habt ihr? Sagen wir mal, okay, ihr habt nicht so viele Heroes-Charaktere der Full Power. Dann schaut her und guckt eure Extreme-Charaktere an. Hier hat es nämlich auch gute Extreme-Charaktere. Ihr könnt natürlich auch Angel Golden Freezer spielen. Aber ihr müsst darauf beachten, dass Angel Golden Freezer auch unsere eigenen Super-Class-Verbündeten, deren Angriff um minus 15% senkt. Deswegen könnt ihr ihn aber auf jeden Fall außerhalb der Hero-Charaktere in eine eigene Rotation halten. Mit zum Beispiel Full Power Freezer. Angel Golden Freezer und Full Power Freezer, die Rotation funktioniert auch gut, Freunde. Die linken sich auch sehr solide. Zur Not könnt ihr auch zum Beispiel Omega Shenlong mit vierfachen Goku spielen. Die haben dann GT, Fierce Battle und Shocking Speed. Das würde auch funktionieren. So ist nicht, Freunde. Da müsst ihr quasi einfach mal selbst hergehen und eure zwei Rotationen wählen. Ihr könnt natürlich auch Kefla mit Kale sollte auch. Ne, Kale ist nicht in Full Power. BD? Kale ist nicht in Full Power. Oder entsinne ich mich gerade? Ne, Kale ist tatsächlich nicht in Full Power. Okay. Kalifla ist in Full Power. Stimmt, komisch. Warum ist Kale nicht in Full Power? Ja, deswegen fand ich es auch ein bisschen komisch, die Kategorie. Ein paar Charaktere habe ich mich gewundert, warum sind die nicht in Full Power Kategorie. Aber Kale ist tatsächlich nicht in Full Power. Okay. Anyway, ihr könnt zum Beispiel Kefla und Kalifla in der Rotation spielen, ja? Die zwei teilen sich auch sehr gut in Linkskills. Im Endeffekt kam die Message, denke ich, auf jeden Fall an. Wählt eure zwei Rotationen. Meine erste Rotation war hier zum Beispiel Elegorn und LR Broly. Meine Zeit wird folgendermaßen aussehen. Denn seitdem LRGF eingeführt wurde, ist er auf jeden Fall in diesem Team vertreten. Weil in diesem Team gibt es gute Charaktere, die sich mit ihm linken. Und da müsst ihr aber zum einen... Es gibt wirklich gute Charaktere, die sich mit ihm linken. Aber bei LRGF ist halt die Sache, wegen seiner Passive will man halt auch quasi alle Teile mitnehmen. Und den Angriff-Down-Buff, diesen Teil auch mitnehmen, der Passive, damit sich das auch triggert. Heißt, für LRGF müsstet ihr einen Charakter aussuchen, der das kann. Aus den Full Power rein gibt es wenige, die diesen Angriff Down Boost haben oder das liefern. Beziehungsweise gibt es schon ein paar. Zum Beispiel Angel Golden Freezer. Bei Angel Golden Freezer aber die Sache, der senkt seinen Angriff von LRGF auch um minus 15%. Da bin ich nicht ein Fan davon. Ihr könnt wegen LRGF, so wie man es kennt, auch quasi einen Tech-Charakter nehmen. Zum Beispiel Super Saiyan 4 Gogeta, Freunde. Super Saiyan 4 Gogeta mit LRGF im Full Power Team funktioniert auch gut. Warum?
denn Super Saiyan 4 Gogeta, der hat quasi durch die Passive folgendes, der tut von Extreme Class, also von Villains Enemies, deren Angriff senken allein durch die Passive. Und er hat Shocking Speed Over, eine Flash, sind Key plus 5 und 4 Battle für LRGF. Heißt, der ist auf jeden Fall gut gedeckt. LRGF in einer Mission mit 4-fachen Gogeta, und um 4-fachen Gogeta müsst ihr euch keine Sorgen machen. Auch wenn ihr nur 90% bekommt, da kommt auf jeden Fall gut zurecht. Oder wenn ihr natürlich habt Tech Tien als Supporter, den könnt ihr auch mit reinnehmen. Der sorgt auch dafür. Und ja, dann hält man halt wirklich Tech Tien in einer Rotation mit LRGF. Müsst ihr nicht unbedingt, ihr könnt auch Tech Tien trotzdem rein und raus rotieren, aber der ist halt dann dafür da, um LRGFs Passes zu triggern. Ich werde aber Super Saiyan 2 Kane mitnehmen. Und ich werde wahrscheinlich Super Saiyan 2 Kane in einer Rotation mit LRGF halten oder auch nicht. Ich komme gerade gleich darauf zurück zu sprechen. Warum aber sie? Sie gibt nämlich nur, Freunde, sie ist zwar in Full Power, aber sie gibt nur Universe Survival Saga Kategorie Charakteren Key plus 2 Attack und 30%. In meinem Setup wären das nur bis jetzt LRGF. Deswegen werde ich noch Evo Vegeta mitnehmen. Und hier kommt die Frage, halte ich Evo Vegeta mit LRGF? Die bekommen zwar 4 Battle und Tournament of Power. Oder will ich quasi direkt Kale in einer Rotation halten, sorry, mit LRGF. Oder will ich sie rausrotieren? Das werden wir gleich uns betrachten, einfach indem wir das testen. Anyway, dann nehme ich noch Evo Vegeta mit. Evo Vegeta auch individuell ein starker Charakter. Aber auch, weil ich noch Kale hinzu habe. Aber nur LRGF und Evo Vegeta bekommen und Kale selbst bekommen den Support-Aspekt bzw. die Passive von Kale. Kale jedoch, wie gesagt, Key plus 2 Attack und 30%. Das tut einem LRGF sehr gut. Zudem hat sie Turn of Power Key plus 3. Zudem hat sie Rival Duo. Und das hat LRGF auch. Sind 10% auf den Angriff, minus 15% auf die Verteidigung des Gegners. Dementsprechend, Freunde, sieht mein Team folgendermaßen aus, mein Full Power Team. Wir nehmen das Team gleich und gehen in das Event von Full Power Goku. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wie sieht euer Full Power Goku Team aus derweil. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event von Full Power Goku. Um es ganz kurz zusammenzufassen, Freunde, zwei Rotationen, bildet auf jeden Fall zwei Rotationen, seid euch dessen bewusst. Und dann würde ich sagen, in dem Full Power Team kann man glauben, also Full Power Team selbst hat kein Full Power Kategorie Supporter. Es gibt ein, zwei Supporter, entweder so wie Kale halt, die ihr anpassen müsst dann quasi. Moment, wie mache ich das Ganze jetzt? Ah, guck mal, jetzt haben wir Evo Vegeta und LRGF. Lass uns das Ganze mal so. Ah, vielleicht hätte ich Evo Vegeta in die Mitte stellen sollen. Egal, passt. Es gibt halt nicht so wirklich, das ist das, was mir fehlt in der Kategorie, noch ein Supporter für jeden, der in der Full-Power-Kategorie ist. Ein Supporter für jeden gibt es, zum Beispiel Tech Vegito, der bekommt einen Super-Tech-Boost, gibt aber dann jeden Attack und der, wie viel hat der? 30%, glaube ich, sowas um den Dreh herum. Anyway, worauf ich hinaus will, ist auf jeden Fall zwei Rotationen bilden, Freunde. Seid euch dessen bewusst. Und dann würde ich sagen, in dem Full-Power-Team nimmt ihr einen mit als Rotationscharakter, der individuell stark ist. Bei mir ist jetzt zum Beispiel Evo Vegeta. Oder dann Full Power Goku, den ich rein und raus sortiere, wohl angemerkt frech. Aber ja, so mache ich das auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall machen. Und dann ein Supporter, wenn es geht, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Sei es zum Beispiel Vegito, vergiss die Super Tech-Charaktere nicht. Sei es ein Supporter, der sich nur auf LRGF konzentriert, wenn ihr LRGF habt. Sei es Tech Tien und so weiter und so fort. Oder Kale jetzt wie bei mir. Ihr könnt aber auch ruhig wirklich auch ohne Support in das Full Power Team. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Rotationscharakter mitnehmen, der gut Key liefert, overall, wie Captain Goku Blue und so und so fort, Freunde. Lass mich aber auch, wie gesagt, wissen, und jetzt zum Beispiel, Freunde, schaut mal, LR Gohan und Full Power Goku, die sind halt wirklich richtig gut, die linken sich wirklich gut. Das kann man auf jeden Fall so bauen und das ist richtig geil vor allem. Und gut, jetzt haben wir Full Power Goku sogar jetzt in der Rotation. Also, und auch die Sache ist, Freunde, ihr müsst euch nicht, wenn ihr euch Rotation ausdenkt. Zum Beispiel wollte ich jetzt zum Beispiel LR Gohan mit LR Broly halten. Es muss nicht ums Verrecken diese Rotation sein, aber ihr seid euch auf jeden Fall bewusst, wie ihr spielen wollt, und damit ihr das Team quasi, das ist nämlich wichtig beim Teamaufbau, aber im Endeffekt wird es nicht immer so passieren. Natürlich könnt ihr darauf aufbauen mit der Rotation, Charakter rein und raus rotieren. Zum Beispiel hier finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass Broly drin ist, weil Broly, der tut jeden angreifen, aber Broly würde ich gerne mit LR Gohan bringen, jedoch hatten wir jetzt zuvor Full Power Goku mit LR Gohan und selbst das funktioniert. Also in dem Setup, das ich gewählt habe, wenn die Rotation mal nicht so kommt, wie ich es will, selbst das funktioniert dann noch, und das finde ich an dem Full Power Goku Team gut und geil, oder an der Kategorie, weil in der Kategorie, auch wenn es Mischmasch ist mit Super und Extreme Charakteren, da haben sie dennoch vor sich ausgedrückt ähnliche Linkskills, oder um es, also Key Linkskills, oder um es so zu sagen, viele Charaktere haben entweder Prepare for Battle, Shocking Speed oder Over the Flash. Und das finde ich an dem Full Power Goku Team eigentlich so gut, wie ich das betrachten konnte. Genau. Und wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, ihr kennt das Ganze. Und euch das Ganze gefällt, dann drückt auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt. Und über jede bin ich dankbar, meine Freunde.
Aber genau, wie gesagt, ihr müsst euch nicht allzu sehr festsetzen, um die Rotation durchzubringen. Auch wenn ich mal ein bisschen durcheinander ist. Im Endeffekt könnt ihr sie dann trotzdem zurechtbringen. Weil der letzte Rotations, der dritte Charakter, in dem Fall Brody, der wird rausrotiert und kommt in die nächste Rotation. Wie das genau funktioniert, Link ist in der Beschreibung unter Rotationen, könnt ihr euch gerne ansehen. Aber ja, und bis jetzt, guck mal, wir sind schon in der letzten Stage. Wir sind schon in der letzten Stage und wir hatten nicht mal hier die Chance. Also, die, guck mal, die Rotation, die ist halt kaputt. Wir konnten nicht mal LR Gohan mit LR Broly in eine Rotation bringen und schon sind wir durch. So. Full Power Team macht seinen Namen schon alle Ehre, so ist nicht. Also, es ist wirklich Full Power. Und das Team ist gut. Full Power Goku hat die 1,5 Millionen, Freunde. 1,5 Millionen ohne Dupes. Wir sind Full Life gewesen, mehr oder weniger. Und wir hatten quasi die ganze Passive. Gut tanken tut er auch. Full Power ist wirklich eine gute Unit, so ist nicht, Freunde. In seinem eigenen Team, Pure Saiyan oder in Shadow Dragon Saga, ist auch wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. In Shadow Dragon Saga ist er der Charakter, der meiner Meinung nach noch gefehlt hat. Davor hat die Shadow Dragon Saga auch gut funktioniert, aber mit ihm wurde es auf jeden Fall viel, viel geiler. Und eigentlich, ihr seht schon, GG. So viel dazu, Freunde. So viel zum Full Power Goku Team. Wir hatten jetzt nicht die Rotation, die wir haben wollten, genau. Aber nicht schlimm. Trotzdem hat das funktioniert und das finde ich das Gute am Full Power Goku Team. Natürlich müsst ihr dann darauf achten, wie ihr euer Team baut. Aber in dem Setup, in dem ich das gebaut habe, bin ich echt zufrieden, weil wie wir gesehen haben, falls es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, die Rotationen, denn es ist am Anfang erstmal zufällig, wie die Rotationen gebildet werden. Dennoch funktioniert das Team und dennoch bin ich wirklich froh über die Kategorie. Das ist eine gute Kategorie. Am Anfang, als sie auf JP rauskam, haben ein, zwei Charaktere gefehlt. Jetzt kamen ein paar gute hinzu. Vor allem LRGF, Freunde. Wenn ihr LRGF habt, nur rein mit ihm. So viel zu meinem Full Power Goku Team, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.